Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Waste of Money Video präsentieren. Und dazu wollen wir wieder ein bisschen schauen, ob wir im Auktionshaus das ein oder andere T-Mog-Teil finden, was ja vielleicht ein bisschen teurer sein wird. Und ja, ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Ich habe hier schon mal durchgescannt auf Blackmore. Und ja, so wie es üblich ist, habe ich hier einen Haufen Ingi-Sachen drin. Ich habe aber auch ein, zwei Sachen gefunden, die eventuell von Interesse sein würden. Könnten. Und zwar, wo haben wir es denn? Genau, hier haben wir ein Schwert. Das kostet hier knappe 30.000 und ist aus MOP, Einhandschwert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal kaufen. Und das schicken wir dann am besten meinem Worry mit rüber, dass ich da das einmal lernen kann. Beziehungsweise, ja, ich habe mir einen Testchar erstellt. Da kann ich das schon mal lernen. Also, was haben wir? Telaplatte ist das an der Stelle. Schicken wir das schon mal rüber. Und dann habe ich auf Antor auch schon gescannt. Und zwar habe ich da auch ein, zwei Sachen gefunden. Und zwar ein relativ günstiges war hier unten irgendwo. Hier hatten wir es genau, also relativ günstig, 12.000, ne? Hier ein Item Stoff aus der Höllenfeuer-Zitadelle. Mythisch, Zonenbeute, das kaufen wir uns einmal. Und das andere, was ich gesehen hatte, war, glaube ich, noch irgendwo ein Schwert. Wo ist es denn? Hier ist es. Genau 30.000, das ist ja so die Grenze. Das ist ein Shadowlands World Drop. Ein Schwert einmal, einhändig. Das kann ich sogar auch mit dem Hunter hier lernen. Das holen wir uns auch mal. Das Schwert wäre zwar auf Blackmore, also auf dem anderen Server, wo wir gerade waren, günstiger drin gewesen. Ich glaube, zwar nur 24.000, aber da habe ich keinen Char, wo ich das lernen kann, ne? Weil das so ein Max-Level-Ding ist. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir das Schwert einmal. Und dann das Stoffteil, das schicken wir mal rüber zu meinem Stoffchar hier. Hier habe ich, glaube ich, sogar einen Max-Level-Char, genau. Und da können wir das dann einmal lernen. Gut, was haben wir jetzt ausgegeben? Auf Blackmore waren es jetzt quasi die 30.000 und hier waren es 42. Tragen wir das gleich mal schon mal in Tabelle ein, also 30.000 und auf Anto waren es 42. Ich habe hier schon 20.000 drin. Heißt, wir haben 62. Wo das, ich erkläre euch gleich mal, wo das zustande kommt oder wie das zustande kommt. Und zwar habe ich hier auf Anto ein bisschen meinen Beruf noch hochgeskillt gehabt, beziehungsweise ein paar Mats gekauft, um zu schaffeln. Denn ich war die letzten Tage ein bisschen damit beschäftigt, hier bei dem Lederer die Kettensachen, die T-Mox-Sachen noch zu lernen. Ich habe zwar alle Rezepte mit meinem Main schon fertig, aber diese seelengebundenen Items, die man sich bauen kann über die Raid-Materialien, zum Beispiel über die Blutzellen, die kannst du ja leider dann nicht auf einen anderen Char schicken und lernen. Somit musste ich mit einem Kettenchar nochmal dieses Zeug holen. Da habe ich mir jetzt die Blutzellen beschafft, das Breath of Bonsandi, war auch in Nialota drin, alles mögliche und habe die Mats halt geholt. Und jetzt bin ich die so ein bisschen am Craften, muss nebenbei immer ein bisschen Expulsum schaffen und das kostet ein bisschen. Also ich glaube, ich habe 20.000 für Expulsum ausgegeben, was jetzt nicht so wild ist. Ein bisschen was muss ich noch holen, ihr seht, ich habe 55 von 60. Das eine T-Mog brauche ich noch aus quasi Uldir. Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Sachen aus Nialota, muss ich mir auch noch ein bisschen was kaufen. Werde ich jetzt nachher noch machen, vielleicht erhöht sich die Summe noch so ein Ticken. Ja, dafür schon mal die Geschichten. Und dann auf Lothar habe ich auch schon 30.000 drin stehen. Da habe ich ein bisschen meinen Alchi weiter geskillt in Leechen. Und da musste man einige Mats kaufen, um Tränke herzustellen für so eine Questreihe, um die Rezepte zu kriegen. Das hat etwa 30.000 gekostet. 2-3.000 hin oder her, bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber so sicher, also um die 30.000 waren es auf jeden Fall. Also die Sachen haben wir jetzt schon mal fix drinstehen. So, dann habe ich weiter gelockt und zwar hier auf Equin. Und hier habe ich auch schon ein Item gefunden, was interessant aussieht. Wir haben hier einmal ein Stoff-Item, ist anscheinend ein World Drop, beziehungsweise man kann es hier in den östlichen Königreichen im Hinterland und in den verwüsteten Landen kriegen. Und ja, ich würde sagen, für 28.900 irgendwas, also fast 29.000, kaufen wir uns das eine Mal. Und dann, was ich jetzt auf den anderen beiden Servern vergessen hatte, ich wollte immer noch bis 100.000 gucken, ob irgendwelche removeden Items drin sind. Und hier habe ich zum Beispiel ein removedes Item. Das ist ein Drop, den man eigentlich aus den östlichen Königreichen hier im Rotkammgebirge bekommen konnte. Und der ist jetzt hier für 99.000 drin, sonst ist hier anscheinend der Marktwert 400.000, Region-Marktwert auch 400 irgendwas K. Ich würde sagen, das kaufen wir uns mal für 100.000
Und sonst war ja hier, glaube ich, nichts Removedes mit dabei. Nope, okay, dann tun wir das gleich schon mal hier einmal raus. Und zwar schicken wir das rüber. Was haben wir denn? Wir haben ein Stoffteil. Oder das mache ich dann gleich. Das sind ja zwei Stoffteile, ne? Die kann ich dann einmal an meinen Hexer schicken. Ja, der ist nämlich auf einem anderen Account. Und das waren jetzt zusammen 100, runden wir es auf, 129.000. Also das ist hier Equin, 129k. Und als nächstes habe ich dann hier auch Lothar schon durchgescannt. Und dort hatte ich, glaube ich, auch was gefunden. Jetzt muss ich mal nochmal gucken. Also bis 30k wollten wir schauen, also da ist jetzt nichts drin. Aber ich glaube, ich hatte ein, zwei rausgepatchte Sachen gefunden. Genau, hier ist ein removedes Item, das ist ein Bogen. Das konnte man nur über das Wiederverwertungsgebäude in der Garnison bekommen. Das hat Blizzard, diese großen Kisten mit Bergungsgut haben sie leider rausgenommen. Also da kriegt man leider nicht mehr diese alten Items. Und ja, dann werde ich mir das mal kaufen hier für 67k. Und dann war, glaube ich, noch irgendwo eins drin. Ah, genau, hier für 81. Das ist ebenfalls das Warlords of Draenor aus den Kisten. Und das kostet hier 81. Das würde ich mal sagen, kaufen wir auch mal. Und sonst war ja, glaube ich, nichts mehr Tolles drin. Bis 100k wollte ich gucken. Nö, also da beißt es dann aus. Dann haben wir hier auch knappe 150.000. 150, 60, 70, 80, 180k. Na gut, mit removeden Items wird's teuer, ich sag's euch. Da wird's teuer, aber die gibt's halt sonst auch leider nicht mehr, ne? Da muss man halt zuschlagen, wenn einem die Möglichkeit geboten wird. So, nein, ich will nicht die abgelaufenen Sachen rausnehmen, sondern wir nehmen nur die gekauften Sachen hier raus. Die beiden bogenschwere Rüstung, heißt, das kann ich beides zu meinem Hunter schicken. Dann können wir das mit dem, oder mit dem Shami zum Beispiel, mit dem kann ich es... Ah, ne. Bogen kann der nicht lernen. Machen wir Hunter das besser. Der kann, dann muss ich nur einmal umloggen. Gut, okay. Dann schaue ich mal weiter, ob ich noch ein bisschen was finde. Dann sind wir auf dem nächsten Server. Und zwar bin ich jetzt hier einmal auf Erida mit meinem Hordenscharm. Und dort haben wir einmal ein Ketten-Item aus der Höllenfeuer-Zitadelle für 18.000. Und sonst habe ich schon ein bisschen durchgeguckt, wird es hier teuer, rausgepatchte Items sind da leider auch keine dabei, großartig. Und ja, hier sind nur noch 90 Items, die ich kaufen könnte, also der Server ist nicht mehr sonderlich ergiebig, würde ich mal sagen. Das nehmen wir jetzt mal raus und schicken das einmal zu meinem Kettenchar, und zwar machen wir einfach mal den Hunter hier, dass wir das lernen können. Dann kann ich das schon mal eintragen. Warte mal, wie viel haben wir jetzt ausgegeben? 18 und ein bisschen was. Ja, das können wir abrunden, Erida. 18. Und dann habe ich noch auf einem zweiten Server gescannt, und zwar ist das hier Black Hand, und dort habe ich auch was gesehen. Einmal haben wir hier ein Schwert aus dem Kral des Klingenhauers, das ist quasi ein Zonendrop, den kaufen wir uns einmal für 20k. Dann, was haben wir hier noch Schönes drin, genau, für 30k haben wir aus Uldir einen Zonendrop aus dem NHC, das werde ich mir auch kaufen. Und dann gucken wir mal hier durch. Ich glaube, irgendwo hatte ich noch ein rausgepatchtes gesehen. Genau hier. Das ist auch wieder aus diesen WOD-Kisten. Hier einmal für 50k. Würde sagen, holen wir uns. Und dann war, glaube ich, noch mal irgendwo eins drin. Jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Vielleicht noch ein bisschen teurer. Nee. Ja gut, hier haben wir ein hergestelltes. Ehrlich gesagt, ich glaube, das kaufe ich mir nicht, denn ich vermute mal, dass ich das nochmal irgendwo günstiger vielleicht kriege als für 98k. Wenn es hergestellt ist, dann kann man die ja endlos bauen. Hier ist auch noch ein removedes, ne? Das ist ein Lederteil, sehe ich gerade. Dafür würde ich mir aber das kaufen. Das ist nämlich ein T3-Item. Oh, Stratholm, das wird auch wieder so ein T0-Gedönse sein. Komm, das kaufen wir uns, 99k. Gut, dann haben wir jetzt hier ein paar Sachen gekauft. Das waren jetzt 200.000, ne, was wir ausgegeben haben. Nicht gerade günstig, würde ich mal behaupten. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich wohin schicke. Also, das Schwert können wir gleich lernen. Den Helm können wir auch gleich lernen. Das ist einmal ein Zauberstab und das eine ein... ein Leder-Item, wollte gerade sagen, Platte. Dann schicken wir das, den Zauberstab, mal zu meinem Hexer. Und das Leder-Item schicke ich zu dem
Demon Hunter rüber und dann können wir die, ja, das runden wir mal auf, sind 199.999, also ich denke mal, das können wir aufrunden. Hier 200.000 Juti. Ach, das ist vom letzten Mal noch. Das muss ich mal hier rausschmeißen. Jetzt sind wir schon bei 600k. Gut, einen Server habe ich noch. Shrall. Da gucken wir jetzt als letztes Mal noch. Mal gucken, was wir da so finden. Dann habe ich mal weiter gelockt hier auf Shrall und habe nochmal durchgescannt. Wie ihr seht, habe ich jetzt auch nochmal zwei Stoff-Items gefunden. Ist im Endeffekt das gleiche Item. Bloß einmal aus dem NHC und einmal aus dem HC. Beide für 20k drin. Ich würde sagen, die kaufen uns hier aus Dazar Aloa. Eins und Nummer zwei. Die haben nämlich verschiedene IDs, ne? Und dementsprechend bringen wir das zwei T-Mog-Dinger wieder weiter. Der Rest ist hier ein bisschen teurer. Jetzt gucken wir noch nach vielleicht rausgepatchten Sachen, ob da noch irgendwas drin ist. Ingi, Ingi, Ingi. Schaut aber eher schlecht aus, wie ich das hier sehe. Nee, das sind... Oder was haben wir hier? Ah, da hätten wir noch ein Removedes. Das ist einmal... ein T0-Teil und zwar für den Paladin, oder? Ja, Paladin. Jetzt müsste ich mal gucken, aber ich denke mal, das kann ich auch mit dem Worry lernen. Kostet jetzt hier 88. Ich würde sagen, das kaufen wir einmal. Was haben wir hier noch? Das ist nichts rausgepatchtes. Da haben wir noch ein removedes. Aber das ist wieder das hergestellte Schmiede-Item, ne? Das gucke ich mal, ob ich das noch irgendwo günstiger kriege tatsächlich. Die anderen sind hier teurer. Hier hätte ich noch ein removedes. Das ist auch ein Plattenteil. Das könnte ich mir theoretisch auch kaufen. Ich bin am Überlegen. Ja, komm. Ich kaufe mir den Gürtel hier noch. Da wären zwar jetzt noch zwei, aber... belassen wir es jetzt erstmal dabei. Jetzt haben wir nämlich schon genug rausgehauen. Das sind dann nämlich nochmal 228.000. Dann kann ich ja mal gucken, die anderen Sachen vielleicht nochmal irgendwo günstiger finde. So, also. Das sind zwei Stoffsachen, zwei Platten-Items. Dann schicken wir die schon mal weiter. Tela Platte haben wir hier einmal. Schicken wir die da rüber und dann haben wir da bestimmt nochmal einen Stoffchar hier auch. Genau. Stoffchar ist auch noch am Start. Gut, 228, fast 229. Runden wir mal auf 229. Dann sind wir jetzt alleine schon bei 848. Ja, das sind die rausgepatchten Items, ne? Die treiben es halt gut hoch, wenn du dann mal 100k pro Ding zahlst, ne? Dann wird es natürlich relativ teuer. Sodala, dann kommen wir heute zu Tag Nummer 2. Ich habe mal wieder ein bisschen gescannt, beziehungsweise ich habe jetzt ein, zwei Tage zwischendrin verstreichen lassen, dass wir wieder ein paar neue Sachen hier im Auktionshaus haben. Und jetzt habe ich einmal auf Lothar schon gescannt. Da ist jetzt unter 30k nichts drin, was ich mir holen kann, was hier Sinn machen würde, wie ihr seht. Aber ich hatte ein bisschen runtergescrollt und dann waren hier ein paar Sachen drin, die quasi nicht mehr im Spiel erhältlich sind. So ein paar T0-Teile und die werde ich mir jetzt anstelle quasi kaufen. Wo haben wir sie denn? Genau hier. Das hier ist einmal ein T0-Item Stoff. Das würde ich mir kaufen für 95.000. Ihr seht schon, das Item ist quasi removed worden. Damals aus Scholo hat man das gekriegt. Das kaufen wir uns einmal. Die Handschuhe und den Gürtel würde ich sagen, kaufen wir auch. Beide für 95.000. Ist relativ teuer, aber kann ich auch gleich lernen. Und dann haben wir wieder zwei Sachen für die Sammlung einmal mehr. Also das hier einmal und das hier. Dann haben wir jetzt ausgegeben hier 100, ja, runden wir es auf, 190.000. Das tragen wir schon mal ein hier auf Lothar. Dann haben wir das nächste. Hab auch schon hier durchgescannt auf die, was ist das hier, Antonidas, genau, dass ich noch die Server zusammenkriege. Und da sind ein paar mehr Sachen drin. Ihr seht, hier sind diese ganzen weißen Items drin, die man für T-Mog nicht lernen kann. Und halt wieder 5 Millionen Ingi-Sachen. Und dort haben wir aber sogar ein Item, das relativ selten ist. Und zwar haben wir aus Wattle, aus Yolnarub Normal, einen Drop. Und ich weiß zufällig, dass als Yolnarub eine Buggy-Instanz ist und du deinen ganzen Inni nur zwei Trash-Mobs looten kannst. Warum auch immer. Ja, du kannst den ganzen Trash irgendwie nicht vernünftig looten. Nur zwei Trash-Mobs kannst du looten. Und deswegen ist da Transmog aus der Instanz extrem selten. Und ihr seht schon, der Marktwert von dem Item wird hier angezeigt mit 4 Millionen oder der Region-Marktwert mit 1 Million, was natürlich, ne, irgendwie so Mondpreise sind. Aber
Hier ist es 25k drin. Das Item ist es auf jeden Fall wert. Also das zu farmen kannst du knicken. Das ist einmal ein Kettenteil, das holen wir uns gleich mal. Dann haben wir hier nochmal ein Inji-Teil, das interessiert uns nicht. Dann haben wir hier aus dem Castle Nathria. Ah, nee, warte mal. Hier, Castle Nathria. Mythisch einen Zonendrop für knappe 30k quasi. Den würde ich sagen, holen wir uns. Und dann haben wir noch hier aus dem Sanktum der Herrschaft, aus dem NHC, auch zu 26 einen Zonendrop. Auch Platte, den würde ich sagen, holen wir uns auch. Dann haben wir die beiden, sind es zusammen 60, das andere sind 25, 70, 80, 85.000. Und dann würde ich sagen, schaue ich hier auch nochmal nach irgendwelchen rausgepatchten Dingern. Ich glaube, wir machen nämlich heute den Sack zu mit der Million, oder wir haben, glaube ich, die Million schon wieder geknackt. Aber hier müsste doch bestimmt noch irgendwas dabei sein. Schauen wir mal. Nein. Also das ist alles nichts rausgepatchtes. Hier, die Schuhe waren es, glaube ich, ne? Hier haben wir aus der Garnison, aus diesen großen Kisten mit Bergungsgut, einmal Schuhe. Die gibt es leider nicht mehr, die hat Blizzard ja leider rausgenommen und das kostet 100.000. Das würde ich sagen, kaufen wir uns auch mal an der Stelle. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein paar Items geholt. Das waren jetzt zusammen 184, runden wir es auf, 185.000 Gold. Und die schauen wir mal, können wir sie gleich lernen. Kette, Platte. Nee, das muss ich dann weiterschicken. Und zwar schicken wir das eine mal an den Hunter. Halt, jetzt haben wir es fast falsch gemacht, hier in den Hunter. Und das andere an meinen Plattenschar. Ich muss immer die richtigen schicken. Ich habe einmal ein Leder, ein Leder-Item zu einem Hunter geschickt, das angelegt und nicht gecheckt, hey, warum kriege ich keinen Transmog? Und dann war das wasted, waren halt einfach mal 100k, also richtig wasted, ne? Nicht nur wasted, um T-Mark zu haben, sondern wasted, um gar nichts zu haben am Ende. Das sollte mir nicht nochmal passieren. Gut, also das können wir dann weiterschicken. Und dann tragen wir das nur ein, dann haben wir auf Anto 100. 85.000 hatten wir gesagt. Ja gut, sind jetzt schon 375k. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, dala, dann sind wir weiter gelockt. Einmal hier auf Erida. Und hier habe ich auch schon durchgescannt und einmal hier diese Füße gefunden. Stoff aus der Schwarzfelsgießerei, 22.000 Gold. Die würde ich mir mal kaufen. Und sonst beißt hier auch schon aus. Ein Haufen Inji-Sachen. Und dann hatte ich hier oben noch irgendwo ein rausgepatchtes Item gefunden. Und zwar das. Ne, das ist es nicht. Halt, stopp. Doch, das hier ist es. Das ist auch wieder ein T0-Item, Kostenpunkt 96.000 Gold. Und da haben wir noch ein Removed, aber das ist ein gecraftet, das kriege ich bestimmt nochmal günstiger. Also ich würde sagen, das kaufen wir uns auch noch. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier zusammen haben. Also Stoff und nochmal Stoff. Zusammen sind das jetzt 118.000. Das können wir jetzt gleich schon mal weiterschicken, hätte ich gesagt. Und zwar schicken wir das hier einmal zu meinem Magier. Und dann logge ich mal hier aus und haben wir schauen auf dem nächsten Server auch durchgescannt, hier auf Equin. Beziehungsweise, ich vergesse sowas hier immer, tragen wir es erstmal ein. Also, Erida 118.000. Und dann sind wir jetzt auf Equin. Und hier ist, nicht so viel drin. Hier sind insgesamt nur 73 Sachen drin. Also relativ wenig. Und was haben wir hier? Inji. Das ist auch alles Inji-Zeug. Und dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas rausgepatchtes drin ist, was günstig ist. Sieht aber eher schlecht aus. Nee, ich glaube, hier auf Equin werden wir uns dann nichts kaufen. Dann bin ich weitergelockt. Und zwar einmal hier auf Blackhand. Und da habe ich jetzt hier eine Armbrust gefunden aus Red of the Lich King. Das ist einmal eine Weltbeute für 20k. Die würde ich mir einmal holen. Und dann war hier, glaube ich, nichts mehr unter 30k drin. Ich habe aber hier noch ein bisschen weiter geguckt. Und da waren, glaube ich, nur ein, zwei rausgepatchte Items, die ich vielleicht auch noch mitnehmen will. Genau das hier einmal. Das konnte man aus der Bergungsgutkiste bekommen. Hier für 77k drin. Das holen wir uns einmal. Und dann hatte ich, glaube ich, noch irgendwo ein T3-Teil gesehen gehabt. Nee, das ist das Hergestellte. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, nee, hier ist nochmal eins aus einer Bergungskiste. Das können wir auch noch mitnehmen. Das ist einmal ein Kolben. Den kann ich auch tatsächlich gleich lernen. Gut, dann schauen wir mal rein. Drei Items haben wir. Die kann ich nicht lernen. Das müssen wir zu einem Lederchar schicken. Aber den Kolben können wir gleich lernen. Und das andere schicken wir mal weiter. Da haben wir einmal hier Leder. Dann gucken wir mal. Das können wir einmal zu dem DH schicken.
Und dann haben wir nochmal die Armbrust, da haben wir noch einen Hunter, oder? Genau, Telakette, schicken wir darüber. Das waren jetzt insgesamt 187.000, das tragen wir nochmal ein auf Blackhand, 187. Und dann würde ich sagen, kann ich hier schon mal weiterloggen und die Sachen lernen. Und ich habe parallel noch auf Blackmore mit meinem Main durchgescannt. Und hier waren jetzt im Low-Bereich nur Ingi-Sachen drin, aber auch wieder bei den rausgepatchten habe ich ein bisschen was gefunden, und zwar einmal wieder ein T0-Teil. Das wird wahrscheinlich vom Priester sein, vermute ich mal. Und hier haben wir das für 81.000 drin, das würde ich sagen, kaufen wir uns. Und dann war, glaube ich, noch irgendwo ein zweites, genau, hier wieder aus Warlords of Adrenor, aus den Kisten, für knappe 100, das würde ich sagen, kaufen wir uns auch mal raus. Dann muss ich das einmal nochmal weiterschicken. Also, das eine schicken wir mal zu einem Priester. Warte mal, das müsste der hier sein. Da habe ich ja noch einen Testchar. Und dann noch Platte, Teler Platte, genau, mit dem Kopf. Und dann haben wir jetzt rausgehauen hier 181. 181 auf Blackmore. Dann fehlt jetzt nur noch ein Server, Thrall. Puh, jetzt sind wir auch schon wieder bei über 800k. Also das wird eine teure Geschichte. Aber das liegt halt an den rausgepatchten Sachen. Gut, dann gucken wir mal weiter. So, dann haben wir für heute den letzten Server. Und zwar bin ich jetzt noch auf Thrall. Und ja, hier sind von den günstigen Sachen eher weniger drin. Nur ein paar Ingi-Gedöns und die weißen. Jetzt habe ich auch nochmal ein bisschen weiter geguckt, ne? Nach vielleicht dem einen oder anderen rausgepatchten. Und was haben wir hier gefunden? Noch ein bisschen mehr T0-Items. Und ja, die würden wir uns jetzt am besten auch noch kaufen. Und zwar haben wir einmal ein Platten-Item. Und das kostet hier 77.777 Gold. Das holen wir uns einmal. Und dann haben wir hier noch ein T0-Item, ein Stoff-Item mit selbigem Preis. Das würde ich sagen, holen wir uns auch noch. Und dann wären hier noch ein paar andere rausgepatchte. Das sind aber Crafted-Items. Und da bin ich halt im Überlegen, ob ich die nur irgendwo günstiger kriege. Das sind sogar drei, oder? Hier genau. Es ist ein Schmiedekunst-Crafted-Item, was rausgenommen ist. Dann ein Platten-Item, was rausgenommen ist. Und noch ein Stoff-Item, das auch crafted. Da warte ich jetzt mal, vielleicht kriege ich die noch irgendwo günstiger her, ne? Und ja, mal schauen. Ich denke mal, mit dem, was wir jetzt hier ausgegeben haben, haben wir eh schon mal einiges. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Platte und Stoff, das schicken wir gleich schon mal wieder weiter. Taylor Stoff, der kriegt das. Und der Plattenchar, den haben wir hier. Jetzt tragen wir das mal noch ein. Und zwar, wir haben ausgegeben 155k, das runden wir jetzt mal ab, hätte ich gesagt. 155k, dann haben wir heute rausgehauen 1.016.000 Gold. 1.016.000. Und damit sind wir dann bei einem Endstand. Ich glaube, wir lassen es jetzt bei den zwei Tagen, ne? Ich wollte ja immer um die Millionen ausgeben, jetzt sind wir ein bisschen höher. Bei 1.864.000. Waren jetzt dafür, für den Betrag, nicht so viele Themo-Sachen, aber ihr seht, diese ganzen rausgepatchten Gedönse, die sind halt relativ teuer und da kommt dann schnell einiges zusammen. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Waste of Money Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gern im nächsten wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.